29.999 Euro mit Baugenehmigung. Ja, fix und fertig. Da ist es da. Das Vordach ist jetzt nicht dabei. Das kommt noch extra. Aber das ganze Haus mit allem drum und dran, was wir jetzt sehen. Du bist der? Ja, ich bin der Jasmin Tigani. Ich bin hier der Projektleiter. Ja, ich guck mal gerade, mein Modulheim. Ihr seid ein großes Unternehmen in der Nähe von Hamburg, kommt aus dem Bereich Logistik und seid eigentlich Flughafenlieferant für zum Beispiel Flughafenbusse. Flughafenbusse, Flugzeugschlepper, all solche Sachen. So, wie seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt praktisch Modulhäuser anzubieten mit Baugenehmigung? Ja, in der Corona-Zeit sind ja viele Firmen erfinderisch gewesen, so auch wir, und haben natürlich nach Alternativen gesucht und sind entsprechend auf dieses Geschäftsfeld gestoßen. Ja, richtig cool. Ja, sie werden euch aus den Händen gerissen. Ihr habt seit der Öffnung des Parks, das war im Dezember 2022, habt ihr fast 40 Häuser verkauft. Ja, genau. 38 an der Zahl und täglich werden das mehr. So, die Baugenehmigung, die Beantragung ist im Preis mit drin? Absolut, genau. Unser Architekt unterstützt sie komplett beim Bauantrag, stellt alles soweit fertig, dass die Baugenehmigung kommt. Kostet auch nichts extra. Er schaut sich auch den Plan an, das heißt also den Bebauungsplan, was da notwendig ist, damit man das bekommt. Man bestellt dann anschließend das Haus, korrekt, wenn ich die Baugenehmigung habe? Korrekt, also alles andere wäre ja quasi, ja, schlecht. Nicht, ja, genau, nicht zu empfehlen. Ja. So, das heißt, das Haus wiegt auch ein bisschen was. Was wiegt das? Genau, also wir wiegen hier zwischen 3,2 und 3,5 Tonnen als leeres Modul, Hausmodul. Ja. So, obendrauf ist jetzt Solar, da ist einmal eine entsprechende Heizung, die geht mit warmem Wasser über die Sonne. Daneben ist eine Solarzelle. Die kann ich direkt an dem Blechdach befestigen. Genau, das wollten wir auch hiermit zeigen, dass man quasi Solarmodule an ein Dach problemlos befestigen kann. Ja. Fenster alles dabei? Fenster sind dabei, Aluminiumprofil mit dreifacher Verglasung. So, und die ist dabei, die Fassade. Kann ich mir die Farbe auswählen von der Büschel? Da kann man die Fassade auswählen, ja genau, also Farben. Wünsche sind komplett offen. Grau ist ja schwer im Trend im Moment, oder? Ja, deswegen haben wir das so ein bisschen auch angedeutet hier. Ne? So, komm, wir machen mal eins. Wir gehen mal gerade mit dem Weitwinkel ein bisschen zurück. Gehen mal so vorsichtig drum rum. Dann habt ihr hier noch so einen ganz kleinen Whirlpool hier reingemacht. Ich nehme an, den habt ihr schon probiert, oder? Natürlich. Natürlich, sagt er. So, da ist eine Heizung mit dabei. Nee, die habt ihr nicht probiert. Der war noch nicht angeschlossen. Nein, den haben wir jetzt nur... Boah, ist der cool. Zu Schauzwecken installiert, aber wir haben einen anderen, den wir auf jeden Fall probiert haben. Der ist auf dem Anhänger. Okay. Ja, cool. So, das ist das Vordach mit dabei, das kann man dazu bestellen. Wir gehen einmal kurz drum rum, dass wir mal sehen, wie man das machen könnte. Das heißt, die Veranda könnte man jetzt dazu bauen. Da sind Punktfundamente, Schraubfundamente sind dabei. Genau. So, und die sehen zum Beispiel so aus, da steht das ganze Haus drauf. Oh, richtig. Und das sackt nicht mehr ein dann? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Dinger sind riesig. Hier ist das Klo. Die Tür kann man öffnen, wie man sieht. Genau. Die ist nämlich schon offen. Kann natürlich so sein, muss aber nicht. Man kann das variieren. Ja, also komplett nach Wünschen kann man den Grundriss so gestalten. Ja. So, jetzt gehe ich mal kurz rein, dass wir das mal sehen. Also Grundriss ist gestaltbar. Hier ist eine Echtglasdusche mit drin. Dann die vorgebaute Toilette. Anschlüsse habe ich wie zu Hause quasi. Das heißt also, ich brauche jetzt einen Wasseranschluss, einen Stromanschluss und Abwasser. Abwasser, genau. Also das ist so das, was wir auf jeden Fall benötigen, damit das Haus dann in Betrieb genommen werden kann. So, Baugenehmigung, da kümmert ihr euch drum. Der Boden ist dabei in dem Fall? Ja, genau, der Boden ist dabei, ist auch frei wählbar, ob man das als Vinyl, Laminat, was auch immer haben möchte. Jetzt haben wir mal durchs Klo durchgeguckt, dass wir das mal sehen. Das ist die Rückseite. So, Farben kann ich wählen, das Dach ist auch aus Alu-Pulver beschichtet? Pulver beschichtet, in dem Fall Anthrazitfarben. Man kann das aber auch sicherlich in jedem anderen Farbton bekommen. Alu oder Blech? Was ist da drauf? Das ist tatsächlich Blech. Okay. Also Blechpulver beschichtet. Hält wahrscheinlich länger als ich. So, drunter. Großes Fenster mit dabei. Komm, wir gehen mal rein. Gucken uns das Ganze mal an. Bin ich ja mal gespannt, wie das von innen wirkt, weil man kann von außen ja schon mal reingucken. Was ist ungefähr die Wohnfläche hier? Was hat man? 18 Quadratmeter. 18. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie 18 Quadratmeter wirken. Plus Loft natürlich. Ja, plus Loft. Das ist oben drüber. Genau. Ach, schon groß. Natürlich. So, die meisten tendieren zu eurem Modell 35 oder 50 Quadratmeter. Das kann man auch verstehen, weil die entsprechenden Transportkosten kommen ja noch mit dazu. Genau.
So, Schwertransport haben wir hier. Gehen wir mal kurz rein. Die Wand aus Holz ist dabei, immer. Ja, genau. Also, aber es muss nicht sein. Ne? Also man kann Holz wählen oder eine andere Verkleidungsart. Wir haben viele Verkleidungen, sage ich mal, zur Auswahl bereit. So, aber serienmäßig ginge das so, weil das wäre jetzt genau mein Style. Definitiv, ohne weiteres. Sie haben auch eine kleine Sauna sogar eingebaut, ja, als kleines Highlight. Ihr habt eine Sauna drin? Ja. Wo? Die ist einmal hier um die Ecke. Warte mal, ich stelle mich mal ganz kurz hier hin, filme mal gerade den Raum hier rein. Da oben drüber ist das Loft, das heißt, das erweitert den Raum nochmal. Genau, sie deutet das mal an. Ja, Sie sind Auszubildende zum Beruf des Speditionskaufmanns. Genau, Speditionskaufmann und Logistikdienstleistungen. Ja. Das ist mittlerweile total gefragt. Ja. Das heißt, ihr seid jetzt, wie viele Leute seid ihr jetzt in der Berufsschule? In der Berufsschule, boah, sind wir um die 20, 23. Okay. Das ist auf jeden Fall ein großer Klassenraum. Krass. So, Fenster hier. Ja, es fehlt jetzt ein Azubi, der ist gerade nicht da. Vorname? Dimitri. Dimitri, siehste. Was du jetzt verpasst hast, er wird das Video wahrscheinlich sehen. Oder? Richtig, genau, wird weinen, dass er nicht dabei ist. Das glaube ich nicht. Hier am Sonntag. So oben drauf, da könnte ich schlafen zum Beispiel. Richtig. Oder das könnte auch eine Abstellkammer sein. Abstellkammer, man kann es auch komplett weglassen. Es ist kein Zwang, sowas zu haben. Ja, das ist eine Idee. So, hier vorne Waschbecken mit drin. Einfach nur angedeutet, das könnte ein Waschbecken, auch eine kleine Küche könnte da hinkommen. Also je nachdem, was man möchte. Dämmung beim Haus, das ist ja Vorschrift, je nachdem wie man baut, das muss ordentlich gedämmt sein. Absolut. Dreifachverglasung? Dreifachverglasung und wir entsprechen einem KfW 55 Standard mit unserer Dämmung. Wir haben einen 20 cm Wandaufbau mit entsprechender Steinwolldämmung. Also wir entsprechen hier alle Normen, damit wir die Baugenehmigung bekommen können. So, die neue GEG, also am besten anfragen. Der Architekt muss sich eh an geltendes Baurecht halten. So, jetzt darfst du mir mal bitte öffnen. Eine Sauna hier drin. Habt ihr auch Licht drin? Ist schon an? Ist schon an. Okay. Die Sauna ist noch nicht an. So, auf Wunsch, wenn ich jetzt sage, ich will eine Sauna haben, ihr könnt es realisieren. Das geht ohne weiteres. Also überhaupt kein Problem. So, der Ofen ist angedeutet. Werden die irgendwann mal jetzt abverkauft, die Musterhäuser? Genau, also demnächst werden wahrscheinlich die ersten Aussteller abverkaufen. Da sollte man, also wenn man Lust zu hat, sich auf jeden Fall bei uns melden. Wir sind da zu Gesprächen bereit. Da kann man auch ein Schnäppchen machen. Hier waren die Leute drin. Ich gehe mal rein. Boden ist eh schon. Es riecht auch hier nach Zirbe. Zirbe so ein bisschen. Eine Sauna im Tiny House. Preis nochmal von dem hier? Das kostet 29.999 Euro. So, inklusive Steuer. 29.999. Ja, genau. Ein Schnäppchen. Cool. So, und das ist der Raum, den wir eben hatten von außen. Ein Duschbad mit Toilette und das Waschbecken ist draußen. So, Tornisch, eine Reise wert. Wir sind in einem ganz neuen Park, der ist entstanden im Dezember. 17. Dezember, um genau zu sein. Das 17. War, Dezember 22. Ja, das war arschkalt, muss ich auch dazu sagen. Wir hatten minus 10 Grad hier draußen, mussten aber das Ganze doch noch hinkriegen, weil sehr viele Menschen quasi hierher kommen wollten und sind auch letztendlich gekommen. Daher war das sehr turbulent. Sonntag ist Schautag? Sonntag Schautag, 10 bis 16 Uhr, auch Samstag gerne kann man vorbeikommen, von 12 bis 16 Uhr. Mein Modulheim, das Besondere hier bei den Häusern ist kein Bausatz, sondern die kommen fix und fertig, mit allem drum und dran. Schwertransport wird von euch organisiert, kommt noch dazu, aber wir haben verschiedene Größen gezeigt. Das größte Haus 90, 95? Genau, 95 Quadratmeter, die einzelnen Module sind natürlich in der Länge verlängerbar, meterweise oder sogar... Ach so, ich kann das Haus jetzt zum Beispiel 2 Meter länger. Genau, 2 Meter länger oder halt eben sogar zweites Modul dran setzen, dann hätte man hier schon 12 Meter Länge zum Beispiel. Okay. So, das macht ihr alles. Ihr helft auch beim Aufbau entsprechend? Ihr seid dabei? Genau, das, aufgebaut? Das machen alles unsere Jungs. Also das heißt, der Kunde kann sich wirklich fein zurücklehnen und zugucken. So, und hier hinten, da haben wir jetzt noch ein Tiny House. Das ist frisch gekommen. Geht, glaube ich, raus morgen, oder? Genau, das geht morgen raus. Eine nette Dame, die das gekauft hat, als sogar ersten Wohnsitz möchte es anmelden, also sehr spannende Geschichte. Spannende Geschichte. So, ihr habt Leute, die helfen beim Bauantrag. Das Ganze bekommt man unter meinmodulheim.de, nehme ich an, in Tornisch, in der Nähe von Hamburg. Korrekt. Heute ist Muttertag, 14. Mai, genau, Mai 2023. Ja, ja. Tschüss.